Auf der Orthopädie behandeln Dr. Helmut Albers und Schwester Mila den 64-jährigen Armin mit gebrochenem Arm. Nachdem der Autoverkäufer geröntgt wurde, teilt der Arzt ihm jetzt mit, wie die Behandlung weitergeht. Auch die Ehefrau und die Tochter des Mannes warten gespannt auf Neuigkeiten. Hallo, Herr Schwund. Guten Tag. Ich kann Ihnen die Hand schlecht geben. Guten Tag, Herr Albers. Guten Tag. Guten Tag, Strunz. Ja, Sie haben sich ja bei dem Treppensturz den Oberarm gebrochen, das wissen Sie ja. Ja, aber das geht schon wieder alles. Ja, es ist aber so, ich zeige Ihnen mal das Röntgenbild. Denk an dein Alter, ne? Was willst du denn damit sagen jetzt? Eine Treppe hochgestürzt. Zum Quatsch. Ja, muss man alles berücksichtigen. So sieht das aus. Ja, das ist ein Bruch, den muss man mit Schrauben sozusagen und einer Platte mindestens versorgen. Manchmal kommt auch noch ein Draht drum. Und das wollen wir heute noch machen. Kommt das denn wieder raus, das ganze Gelump bitte? Ja, das Metall kommt raus und bei dieser Art von Bruch nach etwa einem Jahr. Es handelt sich um eine instabile Mehrfragmentfraktur des Oberarmkopfes. Das kann man nicht konservativ behandeln, sondern man muss die Fraktur stabilisieren durch das Einbringen einer Platte und Schrauben. Geht das nicht ein bisschen schneller? Die Natur geht nicht, kann man nicht beschleunigen. Da sind doch schon Schrauben drin. Da sind schon Schrauben drin. Deswegen können Sie ja auch nach 2-3 Wochen wieder normal rumlaufen, bekommen Krankengymnastik, damit der Arm wieder beweglich wird. Und nach etwa 8 Wochen ist das alles abgeheilt. 8 Wochen? Das ist nicht Ihr Ernst. Dann gewöhn dich schon mal dran, weil du gehst ja auch bald in Rente. Nein, ich werde auch in Rente noch aktiv sein. Ja, aber mach mal ein bisschen langsamer, ganz ruhig. Nee, langsam haben wir nicht. Langsam war gestern. Er wollte mich aufs Abstellgleis Nein, stellen. Nein, das wollen wir gar nicht. Wir wollen nur, dass es dir gut geht und dass du genau das Richtige machst. Hör auf das, was Gelenkschmerzen, die du schon die ganze Zeit hast. Ach, was für Gelenkschmerzen. Du klagst die ganze Zeit darüber. Ach, Quatsch. Er ist ein bisschen Sturkopf. Wo haben Sie denn die Gelenkschmerzen? Sie haben Tagträume, die Damen. Ich habe keine Gelenkschmerzen. Gut, aber es ist ja so, dass Sie aufgrund der Schmerzen auf der Treppe gestürzt sind. Das war ja die Ursache. Ja, vielleicht waren wir dann beide ein bisschen eingeschlafen. Aber wir nehmen das nicht auf die leichte Schulter. Ach. Haben Sie das denn mal untersuchen lassen in letzter Zeit? Da gibt es nichts zu untersuchen. Da gibt es nichts. Nein. Sie haben aber im Labor, also bei den Blutuntersuchungen, haben Sie Entzündungszeichen. Die weißen Blutkörperchen sind erhöht und ein anderer Entzündung. Ja, habe ich vielleicht einen Schnupfen oder was? Es ist, wie es ist. Wir werden Sie heute operieren. Wir hatten natürlich die Dringlichkeit der Operationsnotwendigkeit und mussten erst einmal den Oberarmbruch versorgen. Trotzdem war es wichtig, den Hinweis auf diese Beschwerden zu bekommen. Und das war dann unsere Aufgabe, im weiteren Verlauf noch abzuklären. Doch zunächst wird das Klinikteam den gebrochenen Arm des 64-Jährigen operativ richten. Kurz vor dem Eingriff gibt es allerdings ein Problem, das zeigt, dass die Gelenkschmerzen des Patienten offenbar weit schlimmer sind, als er zugeben will. Einmal den Arm bitte gerade machen, Herr Strunz. Den linken, genau. Tut Ihnen das so weh? Den linken Arm. Einmal ausstrecken, sind Sie auch auf den Arm gefallen? Ich glaube, ich habe da Muskelkater. Muskelkater, können Sie den ausstrecken? Klappt das? Vorsichtig. Sind Sie auch auf den Arm gefallen? Fühlt sich auch warm an, das Gelenk? Nein. Ach, da ist doch nichts. Ist Herr Strunz, ein bisschen Muskelkater. Was ist jetzt mit Ihren Gelenken? Darf ich mal die Kniegelenke untersuchen? Da hatten wir ja auch schon Tun den Verdacht, Sie, was dass Sie da nicht was lassen können. Nicht ganz da ist in Ordnung aber nichts. Ist. Oh. Da haben Sie einen richtigen Erguss in diesem rechten Knie schon mal. Das ist überwärmt. Es bleibt so, dass wir das nach der Operation abklären müssen. Ja, auffällig war schon, dass bei Herrn Strunz neben den Schmerzen durch den Oberarmbruch, die ja klar verständlich sind, auch diese Gelenkschmerzen bestanden, die er immer runtergespielt hat und auf Muskelkater oder vermehrten Sport zurückgeführt hat. Als wir ihn dann untersucht haben, haben wir aber festgestellt, der hat überwärmte Gelenke, sowohl der Ellenbogen wie auch die beiden Kniegelenke mit Kniegelenksergüssen, sodass hier noch irgendwas anderes vorliegen muss, was wir nach der Operation noch abklären müssen. Damit die endlich vonstatten gehen kann, leitet Dr. Charlotte Engel langsam die Narkose ein. Am Abend ist der Senior zurück auf Station. Neben seiner Familie will auch Dr. Helmut Albers wissen, wie er sich nach dem Eingriff fühlt. Ja, Strunz, wie geht es? Was macht der Arm? Ja, ich bin noch ein bisschen tüdelig von der Narkose, aber sonst. Spüren Sie hier alles? Haben Sie Gefühl? Ja, ich glaube, soweit ist das in Ordnung. Okay, gut. Schön.
Ja, Sie wollen sicher wissen, was wir gemacht haben. Auf jeden Fall. Ich zeige Ihnen mal hier das Röntgenbild. Ja. Jede Menge Schrauben. Da sind jede Menge Schrauben drin und eine große Platte. Das heilt sehr gut. Das steht jetzt achsengerecht, so wie es sein soll. Dann etwa nach 6 bis 8 Wochen ist der Knochen auch wieder ausgeheilt. Das einzig Besondere war, dass wir in der Narkoseeinleitung gemerkt haben, dass er erhebliche Gelenkbeschwerden hat. Da ist irgendwas im Busch mit ihren Gelenken. Ja. Lass das mal untersuchen. Ich habe dir gesagt, da stimmt was nicht. Also ist doch nicht normal. Wir müssten das untersuchen. Ja. Es ist natürlich so, Herr Strunz, Sie haben natürlich Angst, dass es mit dem Alter zu tun hat. Eine Altersarthritis ist. Es gibt aber viele andere Erkrankungen und Ursachen. Ich bin biologisch erheblich jünger, als in meinem Ausweis steht. Ja. Was meinst du? Aber deswegen ist es ja genau wichtig, abzuklären, was mit Ihren Kniegelenken ist. Vielleicht hat das gar nichts mit dem Alter zu tun. Also es gibt natürlich die typischen altersbedingten Gelenkbeschwerden, die auf einer Arthrose beruhen, die aber sukzessive erst im Lauf von vielen Jahren entstehen und einen langsamen Vorlauf haben. Dann gibt es die Beschwerden, die aufgrund von Verletzungen von Gelenken entstehen, die relativ rasch zu Beschwerden führen. Und dann gibt es natürlich noch entzündliche Erkrankungen der Kniegelenke, die solche Beschwerden machen können. Ach, ich werde es euch zeigen. Das wollen wir doch alle gar nicht. Was wollen Sie denn jetzt? Was ist los? Sie können doch jetzt noch nicht aufstehen. Gucken Sie mal, es funktioniert doch auch gar nicht. Gehen Sie mal wieder zurück. Was machst du denn da jetzt? Zurück jetzt. Sag doch auch mal was. Hören Sie mal, Sie sind frisch operiert. Wenn Sie hier so eine leichtsinnige Sache machen, dann sind es vielleicht Wochen am Start. Man kann dich nicht alleine lassen. Nee, das funktioniert auch nicht. Pass mal auf, mein Lieber. Wir kennen uns jetzt schon lange genug und ich weiß, dass du ein unbelehrbarer Sturkopf bist. Du kannst dich untersuchen lassen. Das ist doch alles kein Problem. Wovor hast du denn Angst? Fällst du mir auch noch in den Rücken? Ich fall dir nicht in den Rücken. Schieb mich doch ab ins Altersheim. Nein, ich schiebe dich. Jetzt sei mal ruhig und lass mich ausreden. Jetzt spreche ich ein Machtwort, mein Lieber. Wir beide sind durch dick und dünn gegangen bis jetzt. Und da glaubst du doch wohl nicht, dass ich dich in so einer Situation abschiebe. Indem Herr Strunz sich weigerte, die Beschwerden ernst zu nehmen, hatten wir den starken Eindruck, dass er extrem belastet war durch sein Alter und die Vorstellung, dass sein Alter ihn sozusagen alt machen würde und an seiner Sportlichkeit hindern würde. Beruhigen Sie sich. Ja. Ja? Ja. Die beiden meinen das gut mit Ihnen. Ja, ja. Die wollen Ihnen helfen. Und die wollen dazu auch alles tun, damit wir das weiter abklären können. Von daher kann ich Sie nur noch mal bitten, dass Sie der Untersuchung Ihrer Gelenke und der möglichen Erkrankung, die dahinter steht, zustimmen. Mach das mal. Das ist ja nichts Schlimmes. Okay, ich lasse mir das durch den Kopf gehen. Gut. Aber ich kann Ihnen jetzt schon sagen, da halte ich jede Wette drauf. Da ist nichts. Und ich werde euch alle noch beweisen, dass ich nicht zum alten Eisen gehöre. Wie ernst es der Autoverkäufer mit dieser Prophezeiung meint, wird allen Beteiligten erst am nächsten Tag klar. Eigentlich wurde dem 64-Jährigen nach der Oberarm-OP strikte Bettruhe verordnet. Doch er hatte offenbar andere Pläne. Schwester, Entschuldigung, mein Mann ist nicht auf dem Zimmer. Mir ist gar nicht bekannt, dass der überhaupt schon aufstehen darf. Ist er verlegt? Nee, darf er nicht. Ist er vielleicht auf Toilette? Nee, da haben wir auch schon geguckt. Wo kann der denn sein? Ich guck noch mal, ja? Ja. Hallo, Herr Strunz? Gibt's doch wohl nicht. Keiner da. Komisch. Keiner da, ja, ich weiß das wohl. Aber der darf doch gar nicht aufstehen. Nee, darf er auch nicht. Ich hab ihn noch nicht gesehen. Ist er zu einer Untersuchung gebracht worden? Warten Sie mal. Da ist er. Oh. Ja. Was machen Sie denn hier, Herr Strunz? Sie dürfen doch gar nicht aufstehen. Meine Knie. Also das. Die Knie, Sie können sie jetzt nicht mehr bewegen. Nein. Bleiben Sie so, nicht bewegen. Ich hol mal schnell den Arzt, Scheiße. Ja? Scheiße. Sag mal. Was Armin einen Tag nach seiner komplizierten Oberarm-OP auf dem Ergometer wollte, bleibt zunächst offen. Schwester Mila erkennt allerdings direkt, dass hinter den starken Gelenkschmerzen des Mannes etwas Ernsthaftes stecken muss. Herr Strunz, was haben Sie denn gemacht? Warum sitzen Sie denn auf dem Fahrrad? Ja, ich wollte mir selbst beweisen, dass ich noch fit bin. Ach, Sie sind einer. Wir wollen Sie jetzt mal runter heben auf die Untersuchungsliege. Können Sie sich aufsetzen? Ich muss sagen, er hat es ja vorher schon mehr oder weniger angedeutet, dass er es allen beweisen wollte, dass er halt doch noch fit ist. Und ja, durch diese leichtsinnige Aktion hat er das komplette Gegenteil bewiesen. Gut, dann versuchen Sie mal, die Beine auszustrecken. Geht auch nicht. Geht auch nicht. Warum nicht? Das tut weh. Tut weh. Ja, was ist jetzt mit diesen Gelenkbeschwerden? Können Sie denn da mal
Ja, machen die sich dazu äußern, ob also, das jetzt schlimmer geworden ist in letzter Zeit, wann ja, das an? Ja, das ist eigentlich, Herr Doktor, wir waren vor 2 Jahren, haben wir am Bodensee Urlaub gemacht, ja. Fahrradurlaub, aktiv ja. und so weiter. Und wir sind natürlich auch gewandert. Ja. Ich meine, am Bodensee kann man ja wunderbar wandern und wir wandern gerne. Sind Sie da mal von Zecken gebissen worden? Hatten Sie da Zecken? Ja, sind wir. Also ich bin 2 oder 3 Mal gebissen worden, er auch. Ah. Wir haben uns aber extra, weil wir ja wissen, was auf uns zukommt, ja. so eine Zeckenzange gekauft, die wir auch immer im Urlaub dabei haben. Und haben uns immer abgesucht, nachdem wir dann wieder im Hotel waren. Und meiner Meinung nach haben wir uns alle Zecken gegenseitig entfernt. Also gebissen wurden wir auf jeden Fall. Ja, weil die Symptome, die er hat und diese ja. klinischen Befunde, die würden durchaus zu einer Zeckeninfektion passen, okay. zur Borreliose. Ja, oh, das ist eine Infektion, die einige Wochen nach dem Biss auftreten kann und dazu würden die passen. Deswegen würden wir eben gerne die Kniegelenke insofern noch mal genauer untersuchen, dass wir eine Punktion machen. Also dann hat das wahrscheinlich gar nichts mit Alterserscheinungen zu tun. Wenn es das wäre, natürlich nicht. Ja, das war ja auch unser Verdacht, dass es unter Umständen ganz andere Beschwerden sind ja, und ganz andere Ursachen, die wir dann durch eine Behandlung auch heilen können. Ja. Braucht er doch noch keinen Rollator und keinen Stock. Da braucht er keinen Rollator. Dann hätten wir tatsächlich gewonnen. Das wird dann wieder ganz heile. Das wird dann wieder ganz heil. Wenn wir durch unsere Gelenkpunktion das Ergebnis eines Borreliennachweises in der Gelenkflüssigkeit haben, dann wird sofort eine hochdosierte Antibiotika-Behandlung eingeleitet, die dann erfahrungsgemäß nach wenigen Wochen zum Erfolg führt. Und es ist zu hoffen und auch zu erwarten, dass sich eine vollständige Heilung einstellen. Damit sollte der Arzt recht behalten. Zwar hat eine Gelenkpunktion den Verdacht auf Borreliose bestätigt, nach einer Antibiotika und anschließender Physiotherapie ging es dem Autoverkäufer aber schnell besser. Mittlerweile ist er schmerzfrei und seine Gelenkbewegung konnte vollständig wiederhergestellt werden. Seitdem hat sich auch seine Laune wieder verbessert.